Bei der Ganzkörperkältetherapie bewegen sich für wenige Minuten in extrem kalter Luft, etwa minus 80 Grad. Das hört sich sehr kalt an, doch es ist halb so schlimm, da Luft sehr gut isoliert. Nach einem ersten Moment Überwindung wirkt die Kälte nicht unangenehm, sondern erfrischend, belebend. Die Behandlung mit Kälte ist ein uraltes Therapieprinzip, das schon von Hippokrates und natürlich Pfarrer Kneipp empfohlen wurde. Die Hauptwirkung ist antientzündlich und schmerzlindernd. Daneben bedeutet Kältetherapie auch Gefäßtraining, Immunregulation, Funktionsverbesserung von Muskeln und Gelenken. In den letzten Jahren wird auch die Leistungssteigerung im Sport, vor allem im Spitzensport, viel beachtet. Besonders wird die Kältetherapie bei folgenden Krankheiten eingesetzt: entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen, weichteilrheumatische Beschwerden wie Fibromyalgie, Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen, MS, Psoriasis, Neurodermitis, zur Verbesserung der Koordination bei Erschöpfungsbeschwerden und zur Verbesserung von Stimmung und Wohlbefinden. Die Kältekammer ist bei Beachtung von wenigen Gegenanzeigen sehr gut verträglich.